Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. In der letzten Folge haben wir unser allererstes Pokémon bekommen und zwar dieses wundervolle Evoli. Ja, das war naheliegend und ich finde das komisch, dass wenn wir über Evoli drüber laufen, dass es im Pokéball verschwindet und dann gleich wieder rauskommt. Das sieht irgendwie seltsam aus. Und jetzt gehen wir auf unser erstes Abenteuer. Auf Route 1. Wir haben komischerweise überhaupt kein Ziel bekommen, außer den Pokédex zu vervollständigen. Selbstverständlich ist es wie in jedem anderen Pokémon-Spiel auch, die 8 Orden zu sammeln. Siehst du die Stufen hier? Ich habe immer ein bisschen Angst davor, sie runterzuhüpfen, aber so kommt man am schnellsten nach Alabastia zurück. Hüpf! Wundervoll. Und wir sehen direkt die nächste Änderung. Und zwar sehen wir Pokémon jetzt auf der Overworld, was ich wahnsinnig cool finde. Was mich so mit am meisten auf dieses Spiel gehypt hat. Ich weiß nicht, ob es Pokémon gibt, die irgendwie aggressiver reagieren, die dann auf einen zurennen. Oh, Evoli hat was gefunden. Evoli hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Eine Himbeere. Wie cool. Und ich glaube, hier haben wir auch unseren ersten... Nee, wir haben ja noch keinen Kampf. Boah, was hast du denn da für ein cooles Pokémon? Ich hole nachher mein Lieblings-Pokémon, dann können wir kämpfen. Und wir sind in Vertania City. Und das fand ich voll cool. Ich weiß nicht, ob ihr es in der letzten Folge gesehen habt, aber man konnte aus der Cutscene mit Professor Eich schon im Hintergrund das Pokémon Center hier erkennen. Ja. Tipps für Trainer. Oh, guck mal, da hinten ist Team Rocket. Was haben wir denn hier? Die Trainerschule. Bildung bildet. Ja. Das tut sie. Ach, hallo, du kommst aus Alabastia, oder? Kennst du doch sicher, Professor Eich? Ich habe eben eine Bestellung, es ist eben eine Bestellung für ihn eingetroffen, aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Würdest du sie für mich zum Professor bringen? Okay, das Paket kriegen wir anscheinend trotzdem. Danke, das ist echt nett von dir. Bist voll Knorke und so. Und wir kriegen sogar die Möglichkeit, einen Shortcut zu nehmen. Nett, danke, Spiel. Ey, Professor, ich habe da was für dich. Hallo Daro, na, wie verstehst du dich mit Evoli? Nanu? Es ist so süß! Na, das staune ich, aber ihr beide seid ja schon geradezu unzertrennlicher. Du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Oh, du hast was für mich. Oh, meine Lieferung ist angekommen. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, das extra hierher zu bringen. Professor Eich, Professor, mein Pikachu hat eine Attacke. Wow, wie cool ist das denn, Daro? Ist Evoli einfach so an dir hochgeklettert? Blau, du kommst gerade richtig. Mich hat eben eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Yay, mehr Himbeeren. Hm, die sehen lecker aus. Nein, nicht selber essen. Nicht so schnell, du Schleckmaus, sag ich doch. Die Bären sind für Pokémon gedacht. Wirfst du einem Pokémon eine Himbeere zu, bevor du es mit einem Ball anvisierst, freut es sich riesig darüber und lässt sie daher auch leichter fangen. Sagen Sie das doch gleich, ich hätte die Bären beinahe selbst gemampft. Ach, auf Menschen wirken sie übrigens tödlich. Gut, dann wird es auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar wenige besonders sorgfältig trainiert, bleibt ganz euch überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Spaß, Spaß, Spaß. Augenblick! Das Trainerdasein besteht nicht nur aus dem Fangen von Pokémon. Trainer tragen untereinander nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeige dir mal, wie das geht. Los, kämpfen wir! Unser erster Kampf gegen Blau mit seinem Pikachu. Es ist so cool. Und auch ich... Die Kampfhintergründe sind... Oh. Warum kann das Vieh Donnerschock? Und crittet mich erstmal. Was ist das denn? Oh, nevermind, ich nehme alles zurück. Alles gut. Ich wollte mich überhaupt nicht beschweren. Aber anscheinend scheint unser Evoli von der Stärke her doch gut überlegen zu sein. Das war ein cleaner Two-Hit. Es reicht nicht mal für Level 2. Was? Was? Ich habe verloren! Oh Mann, hätte ich den Mut bloß nicht zu voll genommen, wie peinlich. Ich hätte mein Pokémon vor unserem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns das bald mal wiederholen. Na, wie war dein erster Kampf? Dein Partner Pokémon Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Wunderbar.
Dann geht's jetzt wieder zurück nach Vertania City. Oder auch nicht, weil da Blaus Schwester steht. Oh, Daro! Wenn Evoli so auf dir sitzt, wirkt ihr zwei schon wie richtige Partner. Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Ein sportliches Set. Kleidung! Geil! Geil, geil, geil! Wenn du Evoli dieses Set anziehst, könnt ihr im Partnerlook auf Reisen gehen. Huch! Evoli sieht überglücklich aus. Spiele mit Evoli, führe die Hand zu Evoli und bewege sie, um es zu streicheln. ZR-Tasten, A-Knopf anstupsen, Y-Knopf Hand in der Hand, Mitte zentrieren. Nicht. Ja, es ist so flauschig und so süß. Ja. Ja. Oh mein Gott, das ist so süß. Ich bin gerade etwas überfordert, weil es süß ist. Hi, na, da wollte jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Evoli sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Wenn du ich kann kein Deutsch mehr. Wenn du den X-Knopf drückst und ich kann gerade echt nicht mehr reden. Und im Menü mit Evoli spielen auswählst, kannst du mit Evoli spielen. Das war auch sehr naheliegend. Was war das denn gerade eben? Meine Zunge hat sich voll aufgehängt. So müssen sich Leute fühlen, die sie irgendwie stottern oder so. Du gibst mir den Trank, oder? Danke für deine Hilfe mit der Lieferung. Im Pokémon-Supermarkt gibt es übrigens viele praktische Items. Komm ruhig mal vorbei und schau dich um. Weißt du was? Als kleine Kostprobe gebe ich dir ein Werbegeschenk. Natürlich kriegen wir einen Trank. Alles andere wäre ja auch sehr fragwürdig gewesen. So, was haben wir? Taubsi, nee. Oh, da geht's nicht hoch. Nee, Taubsi will ich jetzt nicht so. Ah, jetzt. Jetzt kämpfst du gegen mich. Der hat ja vorher gesagt, das nächste Mal hat er sein Pokémon dabei. Cool. Coole Sache, Axel. Allerdings wirst du jetzt in den Boden gestampft von Pokémon-Großmeister Daro mit seinem Level 100 Evoli. Oder mindestens Level 5. Aber irgendwann ist es mal Level 100. Hab auch gehört, dass das Spiel tatsächlich nicht so schwer sein soll. Zumindest stand es in den Testberichten, die ich gelesen habe. Ich bin mal sehr gespannt. Prinzipiell kann man sich Pokémon ja immer so schwer machen, wie man möchte. Allerdings fällt hier das Offscreen-Leveln weg. Das heißt, man kann es sich vermutlich nicht leichter machen, als man möchte. Wir sind in der Vertania City, da ist auch Blau. Hey, du strahlst hier über beide Ohren, Daro, was denn los? Du hast einen Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen. Coole Sache. Ach ja, ich wollte dir noch was sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für Pokémon. Sie verlieren ja im Pokémon Center. Aha. Ja, immerhin war das Kampftutorial gut verbaut. Das ist tatsächlich was ich sehr positiv hervorheben muss, weil sonst Kampftutorials ziehen sich immer so in normalen Pokémon-Spielen. Das ist nicht cool. Und hier war das so, hey, du kannst dein Starter-Pokémon selbst fangen. Und das machst du so und so. Und das finde ich auch so cool. Das hat man ja schon in den Trailern gesehen. Dass man tatsächlich im Menü, soweit ich auch weiß, die Pixel-Art sieht. Ja, es ist so toll. Und wir können im Menü den Namen ändern. Das heißt, es gibt keinen Namenbewerter mehr. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Wo du von hier aus auch hingehen magst, es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Das stimmt soweit. Doch. Doch, es gibt nur nicht in allen Städten Pokémon Markt. Das ist. Ich bin gerade am Überlegen, gibt es eine Stadt ohne Pokémon Center? Oh, Vertania City sieht auch schön aus. So, wir gehen erstmal einkaufen, denn wir haben, wie in jedem Pokémon-Spiel, vermutlich auch ein gewisses Startbudget, ein Startkapital. Wir kaufen. Ich kaufe mal ein paar Pokebälle. Du hast 53. Okay. Wir scheinen ein paar zu haben. Sind auch billiger geworden. Aber ich glaube, es ist auch leichter, hier Pokebälle zu verhauen. Jeder, der Pokémon Go gespielt hat, der weiß das. Ja, komm, nimm noch 3 Tränke mit. Und vielleicht ein Gegengift. Da wir bald in den Vertania-Wald kommen, oder 2.
Das ist vermutlich nicht so doof. Aber davor würde ich gern einmal links raus aus Vertania City, um zu schauen, ob wir da wieder Pokémon fangen können. Denn in den Originalspielen gab es da ein paar coole Pokémänner. Halt, da oben ist erst. Wenn es wie das Originalspiel ist, dann ist hier ein Item versteckt. Hier ist kein... Doch! Ein Trank, ein unsichtbarer Trank. Secret Hunter Daro ist wieder am Start. Hier haben wir nämlich die Route 22. Da haben wir ein Nidoran. Und ein Habitak. Ich meine, hier kommen wir eh nicht lang. Das Wasser sieht toll aus. Das Wasser sieht echt gut aus. Radfratz. Ich weiß nicht. Was war das? Ach, das war auch ein Habitak. Ich meine, das ist hier... Hey, Daro! Wolltest du auch bei der Pokémon-Liga vorbeischauen? Darin kann man gegen die stärksten aller Trainer kämpfen, gegen die Top 4. Ich hätte die Top 4 gern mal in Action gesehen, aber das Personal der Pokémon-Liga lässt den Trainer mit allen Arena-Orden durch. Da hilft nur eins, wir müssen unser Bestes geben und stärker werden. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Los, Daro, lass uns kämpfen und stärker werden. Du willst schon wieder gegen mich kämpfen? Okay. Jetzt hat er tatsächlich zwei Pokémon. Dafür haben wir ein paar Tränke. Fängt an mit einem Taubsi. Ich war darauf tatsächlich nicht vorbereitet. Gut, Taubsi ist Level 3, dann wird sein Pikachu wahrscheinlich Level 6 sein oder so. Und bis wir gegen Pikachu kämpfen, sind wir auch Level 6. Na, gut. Das dürfte überhaupt kein Problem werden. Wunderbar. Oh, und ein neuer Angriff. Gut, Ruckzuckhieb. Na, kann ganz nützlich sein. Doch, nehme ich lieber mal mit. Ich finde es auch so cool, dass Pikachu einfach Pikachu sagt. Das ist Level 7. Unfair. Unfair, sage ich. So, ja, komm, geh weg. Ich mache eh mehr Schaden als du. Die Frage ist, reicht ein Ruckzuckhieb jetzt? Dann würde ich gerne einen Ruckzuckhieb benutzen, um nicht noch einen Angriff abzukriegen. Allerdings, ja, gut, es reicht. Alles gut. Alles easy. Was, echt jetzt? So, hoffentlich konnte ich dir helfen, ein bisschen stärker zu werden. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es garantiert beide bis zur Pokémon-Liga. Oh, und da links unten haben wir das Symbol, das Evoli wieder spielen will. Haben wir hier... Hier haben wir ein weibliches Nidoran. Ist aber auch... Hatten wir alles schon. Nichts, was es nicht so vorher schon gegeben hätte. Ich habe gehört, dass man im Vertania-Wald Bisasam fangen kann. Das wird interessant. Gut, dann rennen wir erstmal in Team Rocket rein und gucken, was die machen wollen. Ah, sie sind überhaupt nicht mehr da. Gut, dass wir das geklärt haben. Hier haben wir eine Pokémon-Arena. Sprich mit mir, alter Mann. Diese Pokémon-Arena ist dauernd geschlossen, wer wohl Arena-Leiter ist. Er scheint wohl nicht sonderlich motiviert zu sein. Wie niedlich, dein Pokémon sitzt auf dir. Mir wäre das wahrscheinlich zu schwer. Ich führe mein Pokémon lieber eine Runde verspazieren. Ah! Ja, ich weiß. Ich habe aber kein Pokémon außer Evoli. Ich will nur ganz kurz, wie war das mit dem... Nee, so funktioniert das nicht. Mit Evoli spielen und dann... Aua! Evoli kann es gar nicht abwarten, seine neue Attacke zu... Ding zu geben. Gut, dann streicheln wir dich auch nochmal. Ich wollte eigentlich gucken, wo ich mich jetzt umziehen kann. Wo wir unser... Nicht? Nee, okay, dann hier unten... Okay, wo kann ich jetzt Evoli umkleiden? Beutel und dann auf die... auf den Klamottenkoffer. Outfit für Evoli wählen. Kopfbedeckungen. Oh mein Gott. Und wir können ihm auch noch ein Shirt anziehen. Und wir haben vermutlich nichts anderes an. Und es trägt es jetzt auch auf der Overworld. Das ist echt cool gemacht. So, dann begeben wir uns auf Route 2.
die, um nicht zu spoilern, nicht sonderlich lang ist. Sie ist sogar, um genau zu sein, hier zu Ende. Das war Route 2. Und hier befindet sich der Vertania-Wald. Aber ich würde sagen, Freunde, hier im Vertania-Wald schauen wir uns in der nächsten Folge weiter um. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.